hat Leonardo da Vinci Beweise für Aliens mit verschlüsselten Botschaften in seinen ikonischen Gemälden versteckt? Hat er Wissen von einer fortschrittlichen außerirdischen Quelle erhalten? Und wohin ist er 2 Jahre lang verschwunden? Lasst es uns herausfinden. Leonardo da Vinci wird oft als eines der größten Genies in der Geschichte der Menschheit angesehen. Er war ein profunder Maler, Bildhauer, Architekt, Musiker, Ingenieur, Erfinder, Anatom, Geologe, Kartograf, Botaniker und Schriftsteller. Sein kreatives Genie und sein Erfindergeist haben in verschiedenen Bereichen von Forschung und Kunst Spuren hinterlassen. Da Vinci war ein Mann von außergewöhnlichem Kaliber bei allem, was er versuchte, und trotzte fast den menschlichen Grenzen, wie wir sie kennen, mit einer in der Geschichte beispiellosen Vorstellungskraft. Aber was machte ihn übernatürlich talentiert? Gibt es eine Erklärung für die vielen Kontroversen um ihn? Warum wurden diese Kontroversen gebildet? Benutzte er eine Art übernatürliche Quelle für seinen Intellekt und seine Fähigkeiten? Vielleicht hat Da Vinci etwas Natürliches verwendet, das uns im 21. Jahrhundert noch unbekannt ist. Vielleicht hatte er Kontakt zu Außerirdischen. Beginnen wir mit einem seiner allerersten Kunstwerke, einer Zeichnung der Jungfrau Maria, die von einem Engel die Information über ihre übernatürliche Schwangerschaft erhält. Wie sich herausstellt, hat Leonardo nur den Engel auf dem Bild gemalt, während der Rest von seinem Lehrer und Mentor Andrea del Verrocchio gemalt wurde. Dieses vor über 600 Jahren entstandene Gemälde wurde kürzlich mit Röntgenbildern analysiert. Das Bild zeigte, dass der Engel im Bild das einzige von Leonardo gemalte Element für Röntgenstrahlen unsichtbar war. Wir haben festgestellt, dass Leonardo ein Experte für die Erstellung versteckter Botschaften war, die wir entschlüsseln werden, indem wir einige seiner Werke sowie sein Leben analysieren. Wenn wir in die Zeit vordringen, in der Leonardo ein berühmter Künstler war, der in ganz Italien berühmt war und eine Vielzahl von Bildern geschaffen hatte, deren verborgene Botschaft den Menschen der damaligen Zeit unbekannt war und wahrscheinlich auch den Menschen der Gegenwart, werden wir feststellen, dass den historischen Aufzeichnungen zufolge etwas Seltsames geschah. Was passierte, war, dass Leonardo da Vinci vollständig verschwand. Für 2 Jahre, zwischen 1476 und 1478, verschwand Leonardo, und es wurden keine Aufzeichnungen über seine Arbeit oder seine Anwesenheit während der besagten Zeit in irgendwelchen historischen Berichten gefunden, was umso seltsamer und umständlicher ist, wenn man bedenkt, dass Leonardo eine sehr berühmte Figur war, und die Historiker von Florenz haben die Geschehnisse in Italien bis ins kleinste Detail aufgezeichnet. Als Leonardo schließlich zurückkam, war sein kreatives Genie auf einer ganz anderen Ebene. Ab 1479, als Leonardos Erwähnungen bei seiner Rückkehr wieder in der Geschichte gefunden wurden, nahm sein Werk einen massiven Aufstieg von der Beschränkung auf die Malerei bis hin zu Erfindungen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Technische Mechanismen, die immer noch ausgiebig in der Maschinenkonstruktion studiert werden, der menschlichen Anatomie und sehr detailgetreue Darstellungen von Körperfunktionen, Architektur bis hin zu Entwürfen von Luftbildkarten mit sehr hoher Orts- und Detailtreue. Also, was hat er gemacht? Es wird allgemein angenommen, dass er unterrichtet wurde, in seinen Fähigkeiten trainiert wurde, die Natur zu studieren und alles, was mit der Natur gemacht werden konnte. Vielleicht wurde er von Außerirdischen unterrichtet. Aber was, wenn die Ausbildung begann, ohne dass er es überhaupt wusste und dazu führte, dass er derjenige war, der dafür ausgewählt wurde? Betrachten wir eine der gebräuchlichsten Methoden zum Anzeigen und Erstellen von Designs und Modellen, die 3D-Modellierung. Von all den nichtmenschlichen Figuren und Aliens, die man in Filmen sieht,
bis hin zu anspruchsvollen 3D-Entwürfen und Baugruppen sowie architektonische Strukturen durch 3D-Modellierung auf einem durchschnittlichen Computer. Was wäre nun, wenn Sie ein Modell ohne 3D-Technologie erstellen müssten? Die naheliegendste Vermutung wäre, die Modelle und Zeichnungen von Hand zu zeichnen, was Geschick und ein eifriges Verständnis und die Anwendung der Geometrie erfordert. Fähigkeiten, die Leonardo sicherlich hatte und in seinen Kreationen nutzte. Seien es exotische Gemälde von Menschen oder unterschiedliche Ansichten eines bestimmten Geräts, das Leonardo entworfen hat. Es ist erwähnenswert, dass es sich um einen sehr günstigen Zufall handelt, dass Da Vinci, ein Künstler, der durch das Zeichnen von Gemälden und die Herstellung von Skulpturen zur Unterhaltung berühmt wurde, zufällig ein Erfinder war, der seine zeichnerischen Fähigkeiten einsetzte, um äußerst gute Blaupausen für Geräte zu erstellen, die er erfunden hatte. Seine Anwendung von Zeichenfähigkeiten ist so fortgeschritten und gründlich, dass moderne Bau- und Maschinenbauingenieure sowie Architekten fortgeschrittene Kurse belegen, nur um illustrative Blaupausen zu erstellen, die bei genauer Betrachtung denen sehr ähnlich sind, die Leonardo mit seinen eigenen illustrativen Techniken erstellt hat. Leonardos Wissen über Kunst und Zeichnen und seine Anwendung für die Entwicklung technischer Zeichnungen seiner Erfindungen lassen den Verdacht aufkommen, dass Da Vinci wirklich ausgewählt worden sein könnte, um Zeichnungen zu verwenden, um seine Erfindungen zu illustrieren. Und seine Karriere in der Malerei war einfach ein Vehikel, um die Mittel zu bekommen, die er brauchte, die ihm den Weg ebneten, alle seine Werke zu veröffentlichen. Damit war die Grundlage geschaffen, auf der Leonardos außergewöhnliche Darstellungen humanoider Roboter mit synthetischen Muskeln und Skeletten entstanden, die noch immer Gegenstand der Forschung in einigen der umfassendsten Einrichtungen der Welt sind. Leonardo war, wie bereits festgestellt, ein Mann, der gerne Botschaften in seinen Werken versteckte, da er die Tatsache verbarg, dass der Engel im Gemälde der Jungfrau Maria verschwinden konnte. Er verwendete auch eine Handschrifttechnik namens Spiegelschrift. Einfach ausgedrückt ist Spiegelschrift das Schreiben in Spiegelbildern, sodass der Inhalt nur bei sehr sorgfältiger Betrachtung oder durch Verwendung von Spiegeln offenbart werden kann. Was wäre, wenn Leonardo Spiegelschrift nicht nur im Text, sondern auch in Bildern verwenden würde? Lassen Sie uns in einige seiner Malerei und Kunst eintauchen. Das erste Kunstwerk, das jedem in den Sinn kommt, wenn er Leonardos Namen hört, ist die berühmte Mona Lisa. Einfach ein Gemälde der Frau eines Seidenhändlers, das zufällig 16 Jahre von Leonardos Leben in Anspruch genommen hat. Von allen Gemälden, die alle Künstler jemals gemalt haben, übertreffen die meisten die Mona Lisa in Bezug auf Details, Farbwahl und ausgefallener Darstellung. Doch die Mona Lisa sticht hervor, als etwas zum Nachdenken, etwas, das sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht und deren Anblick einen nie erfüllt und den Betrachter mit einem Gefühl der Unzufriedenheit hinterlässt, als gäbe es noch mehr in dem Gemälde, das man nicht sehen kann. Zum Beispiel sind da die Hände von Mona Lisa direkt neben ihrer Taille platziert. Ziemlich üblich. Weniger jedoch, wenn man die Mona Lisa einfach mit einer Grafiksoftware spiegelverkehrt anfertigt und unter reduzierter Transparenz mit dem Original zusammenfügt. Ein außerirdischer Kopf ist sehr deutlich direkt zwischen Monas Armen und Kinn zu sehen. Es könnte Zufall sein und vielleicht schauen wir uns zu viel damit an, aber andererseits ist eine sehr ähnliche Kreatur deutlich zu sehen, wenn dieselbe Technik in dem Gemälde, die Jungfrau und das Kind mit der heiligen Anna verwendet wird. Und wie bei der Hand der Mona Lisa, entsteht das Bild erst, wenn Spiegel und Original an der Stelle der Hand der Jungfrau zusammengefügt werden. In einem anderen Gemälde, der Felsgrottenmadonna, zeigen die Hände der Jungfrau noch einmal eine andere ähnliche Figur.
Die Verwendung der gleichen Technik wie die vom letzten Abendmahl enthüllt eine Reihe verschiedener Bilder, die einfach durch Spiegelung entstanden sind. Erwähnenswert ist auch, dass auf einigen Gemälden Raumfähren am Himmel zu sehen sind. Die 2 Jahre von Leonardos Verschwinden könnten dazu geführt haben, dass er in einem echten Raumfahrzeug gereist ist oder es gesehen hat. Wie bereits erwähnt, war Da Vincis Genie nicht auf seine Kunst oder seine Gemälde beschränkt, sondern erstreckte sich auf seine Erfindungen, die nicht nur hunderte von Jahren vor ihrer Zeit lagen, sondern auch ausgeklügelte Anwendungen von Ingenieurskunst nutzten, die der Kultur der Renaissance völlig fremd waren. Die Robotik ist ein Bereich der Ingenieurswissenschaften, der derzeit noch als sehr jung gilt. Ingenieure arbeiten intensiv daran, Wege zu finden, einen Roboter mit Beinen wie ein normales Tier oder eine normale Person laufen zu lassen. Obwohl wir nicht viel Glück hatten, realistisches Springen oder Laufen zu simulieren, hatte Leonardo vor Hunderten von Jahren fast das erreicht, was wir jetzt haben, als er ein mechanisch angetriebenes Modell eines Löwen in Originalgröße mit funktionierenden Gliedmaßen und Gelenken präsentierte. Sie haben vielleicht bemerkt, dass Joggen weniger anstrengend ist als Gehen mit der gleichen Geschwindigkeit wie beim Joggen. Dies liegt daran, dass unsere Muskeln beim Joggen Energie von jedem Schritt speichern und diese für den nächsten Schritt verwenden. Aus diesem Grund haben Tiger und Leoparden viel Ausdauer und Geschwindigkeit. Leonardo da Vinci ahmte die Energieregeneration in seinem Roboterlöwen so effektiv nach, dass er mit nur einem Schubs ganz von selbst durch eine ganze Halle laufen konnte und die Zuschauer vor Ort erschreckte. Schneckengetriebe werden heutzutage in großem Umfang in Aufzügen und Förderbändern verwendet. Sie verwenden im Grunde eine rotierende Schraube, um ein Zahnrad anzutreiben. Es stellt sich heraus, dass Da Vinci zu seiner Zeit einen Prototyp des Schneckengetriebes erfunden hat. In ähnlicher Weise sind Leonardos Flugmaschinen die Grundlage moderner Hubschrauber und Propellerflugzeuge. Sein Atemgerät, das Luft für den Einsatz unter Wasser filtert, wurde von britischen Ingenieuren nachgebaut und wird oft von Tauchern verwendet. Obwohl Leonardo eine sehr berühmte Persönlichkeit der Renaissance war und jede seiner Demonstrationen von Historikern äußerst detailliert aufgezeichnet wurde, gibt es fast keine Aufzeichnungen über sein persönliches Leben, wie er lebte, was er mochte und was er in seiner Freizeit tat. Leonardo selbst hat keine Aufzeichnungen über sein persönliches Leben geführt, aber er hat einen Fall sehr detailliert aufgezeichnet. Wie sich herausstellte, wurde Leonardo nie zu einer Bildungseinrichtung oder Akademie zugelassen, weil seine Eltern nicht verheiratet waren, also verbrachte er seine Jugend damit, im Wald herumzuwandern. Er zeichnete die Zeit auf, als er eine Höhle im Wald fand und betonte seine Neugier und mysteriöse Natur der Höhle und seinen Wunsch, Zeuge dessen zu werden, was sich darin befand. Auch wenn er nicht erklärte, ob er die Höhle tatsächlich untersuchte oder was er darin sah, ist es sehr faszinierend, dass Leonardos Entdeckung dieser Höhle eines der wenigen autobiografischen Details ist, die er jemals aufgezeichnet hat. Leonardos Gemälde, Zeichnungen und Aufzeichnungen direkt nach seiner angegebenen Zeit der Entdeckung dieser Höhle zeigen humanoide Kreaturen mit deformierten Körpern und Gesichtern. Dies wirft die unmittelbare Frage auf: Was hat Leonardo beobachtet, um zu diesen Bildern zu kommen? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Leonardo da Vinci, der oft als der genialste Mensch des letzten Jahrtausends bezeichnet wird, seiner Zeit weit voraus war. Nicht nur in Bezug auf seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern vielleicht war er auch ein buchstäblicher Bote einer Spezies, weit jenseits dessen, was wir begreifen können. Was denkt ihr darüber? Hinterlasst uns einen Kommentar im unten stehenden Abschnitt.
Vergesst nicht, uns zu abonnieren, den Like-Button zu drücken und die Benachrichtigungsglocke, um über neue Inhalte informiert zu werden.